Ich erinnere einfach nochmal an den Satz, den ich eingangs schon erwähnte, Gesetze ohne Geltungsbereich besitzen keine Gültigkeit und Rechtskraft. Ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Und es gibt ein Bundesverfassungsgerichtsgesetz und dort finden wir in den Paragraphen 31, die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts binden die Verfassungsorgane des Bundes und der Länder sowie alle Gerichte und Behörden. Das heißt, wenn wir also dem Bundesverfassungsgericht folgen, das also sagt, alle Gesetze ohne Geltungsbereich sind ungültig und wir haben festgestellt, dass sowohl das Gerichtsverfassungsgesetz als auch die Zivilprozessordnung als auch die Strafprozessordnung ungültig sind, weil sie keinen Geltungsbereich mehr definiert haben, und im Bundesverfassungsgerichtsgesetz steht, dass diese Urteile Rechtskraft haben, dann ist es eigentlich eine Frage, aufgrund welcher Gesetze, aufgrund welcher rechtlichen Grundlagen wird eigentlich seit 2006 an den Gerichten noch gearbeitet. Und da fällt mir in diesem Zusammenhang der Artikel 20 des Grundgesetzes ein. Und dort finden wir unter Absatz 3, die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden. Das heißt, sie müssen sich genauso an die Gesetze halten, wie man es von uns, von Ihnen, von mir auch verlangt. Ich sehe dabei auch immer noch den Absatz 4. Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.